Also dann, wir fangen ab morgen mit iRacing an. Ist das ein Deal? Ich gucke mir jetzt Jansky an. Jansky hat nämlich folgenden Titel. Anfängerfehler. Dann bin ich ja mal gespannt. Na dann los. Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge wird Dennis mal wieder abgeschossen. Gumball freut sich. Runde 1 Barcelona, habe ich erkannt. Ich? Und Niklas lächelt. Oh, was? Moment, was ist da passiert? Nee, war das Barcelona? Nein! Das sah so ein bisschen nach Barcelona aus. Warum hat er das getan? Was war das denn jetzt? Oh nein. Dieses Gefühl, wenn du denkst, ich habe zwei Plätze gemacht und dann, oh nein, oh doch nicht. Yellow flag, stay sharp. Oh. Jansky! Bye, have a great time. Oh? Ich bin gleich mal maximal verarscht. Sorry, Luca. Es war doch Barcelona? Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Alter. Oh, Scheiße. Immerhin habe ich die Strafe gekriegt. Cut gewesen. Ich sehe ja, okay. Also, hallo Krodonas, ich bin's mal wieder. Dizzy, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Das war wirklich fantastisch und ich hatte eine unglaublich tolle Zeit mit dir im Podcast. Eventuell ist mir diese Frage ja gestattet. Du hast ja doch sehr viel Kontakt zu Niklas Huben. Kann es eventuell sein, dass Niklas Huben gewissen Einfluss auf dich hat bezüglich deiner Kameraperspektive? Ich versuche gerade nachzustellen, wie du durch dein Auto guckst. Ich kann mir vorstellen, man sieht ja den Apex besser dadurch, weil man guckt ja quasi vorne runter. Sieht man den Apex dadurch besser? Das ist jetzt wirklich meine Frage. Du guckst, das wird ja immer wilder. Das wird ja immer wilder. Irgendwann, also wenn wir uns das jetzt wirklich mal vorstellen, also wir fahren ja so. Kann das vielleicht auch sein, dass das so angenehm für die Nippel ist? Dass man sich so die Nippel reibt beim Lenken? Das fällt mir jetzt, das wird von Jansky zu Jansky wird das immer krasser, habe ich das Gefühl. Das ist, naja, die FOF-Police und so. Ich bin's nicht. Es sind wirklich nur Fragen, die so durch meinen Kopf fliegen. Ey, nee, ey. Das ist ja mal, das ist bitter. Da habe ich noch nie eine Warning bekommen. Oh Gott, das kotzt mich jetzt an. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Am besten nix. Lohnt auch nicht. Ist wie es ist. Richtige Rangelei hier. Endlich wurde ich mal nicht genommen, ey. Yo, guck mal, wie viel da Geld ist. Yo! Es sind auch immer dieselben Kurven, ne? Ohne Scheiß, du kannst halt wirklich. Du kannst hier einen Stift nehmen und einen Zettel und dann kannst du, also es wäre echt schön, wenn wir dazu mal Statistiken hätten. Ey, tatsächlich würde mich das wirklich mal interessieren, statistisch gesehen, wie viel das so ausmacht auf gewissen Strecken. Ich glaube, Barcelona ist auch einfach mit so ein richtiger Banger. Da geht immer alles. Ich glaube, da könntest du die Woche über könntest du kompletten A4-Zettel kannst du voll machen. Okay. Let's go. That's one. Let's go! ist schon verflucht eng, muss ich ja sagen. Das war schön, Nils übrigens. Nils ist übrigens auch einer der schönsten Simracer, muss ich einfach sagen. Nils ist. Guckt euch mal den Prachtburschen an. Ihr würdet niemals darauf kommen, wie alt er ist. Richtiger Prachtbursche. Also ich würde definitiv in seine DMs reinsliden. Ja, ist schon ein fescher Junge, muss man sagen. Let's go! ist schon verflucht eng, muss ich ja sagen, ne? So Top 5 innerhalb von einem Zehntel. Boah, Kevin, jetzt haut er nochmal einen rausgehauen. Jetzt ist nichts mehr eng, ne? Kevin lässt uns jetzt alles schlecht aussehen hier. Er hätte es ja dabei belassen können, ne? Aber nein, einfach nochmal allen die Hosen runterziehen.
Gut, dass ich keine habe. Oh. Klar. Klar! Muss man so machen. Bing! Das ist jetzt doch Beschiss, oder? Ich habe mich da jetzt nicht off-track gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ganz cool, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, Marco. Bletten ist heute nicht da im Chat. Das heißt, Bletten war nicht oft drin. Bletten ist nicht hier. Bletten ist nicht im Chat. Schade. Das ist immer so ein Indikator. Die kann mit Drive, du musst doch gar nichts anfangen. Puh. Da stand doch noch eine Runde. Oh, das erinnert mich an Herrn Richter. Aber, wenn da 0 steht, dann fährt man doch in die Box. Zählen will auch gelernt sein. Wie Tamu sagte, Anfängerfehler. Ich hab ja sonst so wenig DTs, woher soll ich das auch wissen, ne? A few inches later. One eternity later. Later. Niklas auch schon. Also nee, guck mal, Niklas, bei Niklas geht's ja noch einigermaßen. Krodonas sitzt ja wirklich, der sitzt also bei Niklas so und Krodonas ist 8 Meter groß und guckt eigentlich aus dem Panoramadach raus. Wo Niklas so seinen Kopf, glaube ich, so am Himmel so ein bisschen scharf und Krodonas sitzt wirklich mit dem Kopf draußen auf dem, durchs Panoramadach. Ja, Krodonas fährt Cabrio. Krodonas fährt einfach Cabrio. Later that same evening. 1:20 fahren wir schon genau so durch die Gegend, Alter. Ach so. Oh, jetzt. Digga, jetzt verteidige ich der. Ja, hat Niklas keinen Bock drauf. Schön durchgerutscht. Hat fast geklappt. Wird das was? Aber deswegen hat er auch gelacht, weil er Basti überholt hat. Ah, da machst du Basti Richter auch einfach nichts vor, ne? Den braten den Richter halt auch einfach jedes Mal. Stell dir mal vor, so würden alle SAO-Rennen aussehen. Wow, das wäre... Okay. Junge. Oh, Junge. Da hast du aber die Taucherbrille ausgepackt. Ja. Ja, mal eben eine gemütliche Freitagabendrunde gondeln. Ja, kurz gondeln, ne? 1,5 Stunden, ich komplett wegschwitzen. Interessant. Interessant. Oh, da ist dabei. Yippie. Hey, diesmal. Und Jonas ist einfach wieder Pace. Alles gut. Mann, ich wollte links vorbei und dann wird er nochmal erwischt. No. Weiter. Ach, mich scheiße. Barrier! Barrier, immer das gleiche mit Barrier. Diese Schikane, Alter. Wer war eigentlich der Ford? War das? Die Schikane ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ist einer von uns? Es ist die Aufhängung. Und? Oh, no, no. Nein. Och, ja, es gibt eine Strafe. Es war so klar. Och, Mann, du bist doch auch eine... Och, nee, wirklich, es kann... Moment, wurde das rausgeschnitten und wir haben keinen Delfin gehört? Oh, Janski, ich bin einfach enttäuscht. Ich hätte jetzt super gern Delfin gehört, weil den feiere ich jedes Mal, wenn der kommt. Nein, es kann nicht wahr sein. Wir brauchen Delfine, mehr Delfine. Wie kann man so eine hohle Fritte sein? Jedes verdammte Rennen, es ist jedes Mal dieselbe Person. Du callst es auch gefühlt seit einer halben Stunde, dass diese eine Person hier irgendwann einfach ins Heck fährt. Es ist einfach nur noch witzlos, dass man nicht einmal seine 3 Gehirnzellen anstrengen kann. Den ganzen Ding schon sind wir unfassbar langsam in T1. Jeder stellt sich drauf ein, außer Meister Proper. Einfach wieder, lass mal ganz schön bremsen, das wird toll. Ich meine, solange man halt nah dran ist, ist ja alles gut.
Aber wenn Meister Proper sich denkt, let's go, erstmal Bremse lösen in der Anbremsphase, wenn alle vor einem rumschimmeln mit 4 km/h, ist ja auch keine Frage. Moment, wer ist denn jetzt Meister Proper? Moment, wir müssen ganz kurz mal analysieren hier. Wer ist Meister Proper? Das war auf jeden Fall, so wie es aussah, nicht Rode. War das Rode? Nein! Och, ja, es gibt eine Strafe. Es war so klar. Och, Mann, du bist doch auch... Wie kann man so eine hohle Fritte sein? Das jedes verdammte Rennen ist es jedes Mal dieselbe Person. Du callst es auch gefühlt seit einer halben Stunde, dass diese eine Person hier irgendwann einfach ins Heck fährt. Es ist einfach nur noch witzlos, dass man nicht einmal seine 3 Gehirnzellen anstrengen kann. Den ganzen Ding schon sind wir unfassbar langsam in T1. Jeder stellt sich drauf ein, außer Meister Proper. Der einfach wieder, lass mal ganz schön bremsen, das wird toll. Ich meine, solange man halt nah dran ist, ist ja alles gut. Ja, ich war der, okay. Aber wenn Meister Proper sich denkt, let's go, erstmal Bremse lösen in der Anbremsphase, wenn alle vor einem rumschimmeln mit 4 km/h. Ich muss gerade so lachen, es tut mir leid, Gumball, dass das von dir weggeht, aber Taylor Swift ist ja wohl bitte der geilste Nickname. Taylor Swift, Alter. Fantastisch. Ja, ja. Ja. Oh no. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, ein Range Rover hätte auf jeden Fall eine bessere Federung. Da war Déjà-vu. So froh, wenn dieses Rennen einfach vorbei ist. Könnt ihr mir nicht glauben. Nee, nicht noch. Nee. Nicht nochmal. Nein. Also dreimal wäre zu viel, Leute. Dann würde ich Mustang auf jeden Fall stehen lassen. Also dann. Wir fangen ab morgen mit iRacing an. Ist das ein Deal? Oh, wir wissen alle, was das bedeutet. Wir warten immer noch auf Blätten. Blätten hat das auch gesagt. It's not gonna happen. Ah, fuck. Oh, Krampf, Alter. Ich wollte gerade fragen, ob Niklas sich in die Hose gekackt hat. Das ist so unangenehm. Hallo Niklas, ich bin's. Dr. Dizzler, durch meine jahrelange Ausbildung mit www.google.de würde ich dir empfehlen, etwas mehr Flüssigkeit zu dir zu nehmen und etwas Magnesium. Over and out. Sprechstunde beendet. Kussi geht raus. Ah, fuck. Oh. Also wenn er jetzt am Ende nicht Krampf sagen würde, ne, dann könnte man wirklich denken, er hat sich in die Hose gekackt. Krampf, Alter. Boah, das stelle ich mir so unangenehm vor. Das ist so unangenehm. Oh ja, das glaube ich. Tolles Video, Jansky. Das war wirklich ein tolles Video.